Auch 2012 zog Hessens größte Radioparty HR3 at Night wieder tausende Besucher in die Frankfurter Innenstadt. Auf den Bühnen standen unter anderem Marlon Rodette, Aura Dion, die Söhne Mannheims, Stefanie Heinzmann und Tim Bensko. Großer Andrang herrschte vor dem Palais an der Hauptwache. Hier trat Marlon Rodette auf. Gleich zwei Auftritte absolvierten die Söhne Mannheims zusammen mit der HR Big Band im Kongresscenter. Auch hier bildeten sich lange Schlangen. Und wie hat den Besuchern das Konzert gefallen? Wir fragten nach. HR3 at Night bei den Söhnen Mannheims mit der HR Big Band, wie war's denn? Super, ganz toll. Das Warten hat sich echt gelohnt. Es war ganz spitze, wirklich. Nicht verpassen. Die Leute, die jetzt da stehen, die wissen gar nicht, was auf sie zukommt. Einfach klasse! Danke, HR3! Wer einmal einen Blick in ein Radiostudio werfen wollte, der konnte an den HR3-Studioführungen im Hessischen Rundfunk teilnehmen. Auch Wellenchef Jörg Bombach war zeitweise vor Ort, ebenso wie Station Voice Frank Seidel und Moderator Jürgen Rasper. Hier ist Radio Frankfurt. Jörg, du hast jetzt die einzigartige Chance, berühmt zu werden. Ja. Das AD-Nachtprogramm funktioniert nicht. Die senden nicht. Nein. Wir müssen jetzt weiter senden. Nee, ist nicht wahr. Doch. Die spielen jetzt gerade einen Titel von CD hier. Ja. Ist nicht wahr, oder? Doch. Ehrlich? Nee. Weil nichts auf der Leitung gerade. Meine Damen und Herren, Sie erleben jetzt One and Only Jörg Bombach. Geil. Was machen wir mit dem Tipperary-Song? Wo ist er? Schnell. Ja, genau. Den. Also dann, was war dem wieder? Ich gehe jetzt besser. Halt, ihr könnt jetzt nicht stehen, bitte, und nicht. Nein! Ihr Affenkörper, ich übernehme nicht, kommt sofort wieder hierher.